Hallo ihr Liebe, es freut uns wieder, dass wir eingeschaltet haben. Heute laufen wir die dritte Etappe vom Wiener Wallfahrerweg. Die Tour fängt an in Kaumberg und hört auf an der Enzianhütte am Kienegg. Wenn ihr wissen wollt, wie die 11 bis 12 Kilometer lange Tour so ist, dann bleiben dran. Allgemein, ihr Lieben, hier geht es jetzt moderat auf jeden Fall hoch und man hat schon hier schöne Aussichten. Die ein oder andere habe ich ja schon gezeigt und es wäre bestimmt noch viel schöner gekommen. Also viel Spaß beim Gucken und bis später. Tschö! Allgemein, die obligatorische Kie haben wir auch schon gefunden. Die haben auch schon schwer Mu gemacht. Bis später! Schönen guten Morgen, wir fühlen uns alle frei und ihr seid dabei bei Etappe 3. Viel Spaß! Die Macht von Grayskull! Da muss ich aufpassen. Thank you.
Ne, der Peter war mein Anwalt. Von der Dieses Wort fällt mir heute auch ein für die zwei Helden von Strauß. Wanderlust, zu denen ich jetzt auch hier offiziell rüberschalte. Ich werde euch nachher noch ein paar Eindrücke liefern. Es ist einfach traumhaft. Wenn ich kurz zusammenfassen darf, bevor ich das abgebe. Alles gut. Die Araburg, das war großartig. Ihr habt das gesehen, da habe ich nicht gerechnet. Das war schon mal ein riesen Pluspunkt. Der Weg natürlich dann hierher. Klar, also braucht man schon ein bisschen Schmalz. Es ist nicht so leicht, dann muss man schon ein bisschen was mitbringen, um hier hoch zu wandern. Aber letztendlich zahlt es sich aus. Punkt 1 für dieses Panorama, Punkt 2 für diese wunderbare Hütte und Punkt 3 für diese einzigartige Bewirtung. Ja, und das lasse ich meine lieben Freunde hier auch mal reden. Ja, was soll man noch großartig sagen? Du hast alles gesagt. Schöne Aussichten, mit Schmackes muss man da hochgehen. Es war ein bisschen mehr als moderat, aber wir haben es geschafft. Viele Grüße an Flatter, ne? Nee, der Peter hat alles gesagt. Eine Top-Tour. Wenn man nach einem Topper geht, würde ich 10 Topper-Hütte jetzt geben, ne? Definitiv. Was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass auf der Enzian-Hütte halt auch Menschen mit Nahrungsunverträglichkeiten wirklich echt absolut im Paradies leben. Egal, ob ihr Veganer seid, Vegetarier seid, glutenunverträglich, laktoseunverträglich oder einfach nur das Zeug gerne isst. Es ist hier wirklich für alle geboten und das Paar, das was hier bewirtschaftet, ist ziemlich jung und dynamisch und das macht hier auch Spaß. Die sind super nett. Also von daher Daumen hoch. Definitiv. Definitiv. Mhm. Ja. Ja. Wir genießen jetzt hier alle gemeinsam diesen wunderbaren Sonnenuntergang mit dieser Silhouette. Wir wünschten, wir könnten euch das nur ansatzweise so zeigen, wie wir es gerade sehen und fühlen. Es ist einfach ein Wahnsinn. Ja, wir werden jetzt noch ein bisschen zirpen. So schaut's aus. Und noch ein bisschen Uno spielen. Das auch. Peter und Sarah verlieren, ich gewinne und danach gehe ich ins Bett. Das mit dem Uno, das sehen wir noch. Also meine Lieben, wir freuen uns schon sehr auf morgen, wenn dann schon bereits die vierte Etappe kommt. Aber du müsst wieder einschalten. Genau, und das nächsten Monat bei uns bei Strauß Wanderlust. Bei Peter? Keine Ahnung. Und er weiß es bestimmt auch noch nicht. Nun denn, schönen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.